Willkommen zurück zur nächsten Folge unserer F1 Manager 2022 Scuderia Ferrari Karriere. Heute zum 20. Rennen und damit zum drittletzten Rennen. Wir sind in Mexiko angekommen. 15 von 15 Leistungspunkten beim WM-Favoriten Charles Leclerc, 14 von 15 bei Carlos Sainz. Ja, für Leclerc muss es an diesem Wochenende was werden mit der Weltmeisterschaft. Also beim letzten Rennen in den USA hat er es ja selbst hingeworfen, ist gecrashed. Wenige Runden vor dem Ende und ja, er hätte nur ins Ziel kommen müssen auf der Position als Erster. Und nicht mal als Erster, er hätte auch 10. oder, nee, 9., 8. oder so sein können und wäre Weltmeister geworden. Ja, er wird es wohl noch schaffen, ich bin da guter Dinge, aber das war echt schon krass, dass er es da weggeworfen hat. War sein erster DNF, deshalb, das kann schon mal passieren. Im Training wurden wir im 1., 2., 4., im 2., 2., 7. und im 3. 1. und 3. Ja, und jetzt geht's ins Qualifying. Es soll angeblich regnen. Mal gucken, wie doll, aber zumindest im Rennen soll es jetzt wirklich dieses Mal komplett trocken bleiben. Zum Start regnet es jetzt auch und es wird so ungefähr das gleiche Regenniveau bleiben die ganze Zeit. Beide Autos haben neue Teile, also nicht so richtig neue Teile. Sainz hat ein neues Getriebe, glaube ich, und Charles einen neuen Motor oder andersrum. Ganz sicher bin ich mir da nicht, aber ja, da haben wir auf jeden Fall was getan. Ganz neu sind die Teile allerdings, wie gesagt, nicht. Ich gucke nochmal kurz, wer hat hier was Neues. Ja genau, Sainz hat einen neuen Motor, Charles ein neues Getriebe. Die wurden schon mal benutzt, aber haben halt nur noch die besten Prozente. Und vielleicht werden wir nach diesem Rennen irgendwann nochmal Gridstrafen nehmen, entweder dann in Brasilien oder Abu Dhabi. Aber nach diesem Rennen ist hoffentlich die Weltmeisterschaft dann aber auch geklärt. Ich lasse Sainz jetzt auch 3 Runden fahren. Charles darf 2 schnelle Runden fahren. Die fahren jetzt eine Cooldown-Lap, dann wieder eine schnelle. Ist ja relativ realistisch, macht man in der Realität ja so im Regen. Und deshalb machen wir das jetzt auch mal so. Charles Leclerc hat ein paar Probleme. Okay, das ist das Reifenblockieren. Junge, das sah aus wie perfekt genommen, die Kurve. Gelb in Sektor 1, das muss vielleicht noch was anderes passiert sein. Zum Training noch, da war Latifi übrigens das ärmste Schwein, der wurde im ersten Training von Hamilton abgeräumt, ist ausgeschieden Latifi, und im zweiten Training, nee, im dritten Training war es, glaube ich, von Max Verstappen abgeräumt und beide sind ausgeschieden, also Latifi wurde echt hops genommen an diesem Wochenende. So, alle haben eine Zeit gesetzt jetzt so langsam. Es soll jetzt gleich nochmal der Regen aufhören für die letzten Minuten und dann schicken wir beide nochmal für eine Runde raus. Es wird aber nicht ganz abtrocknen und deshalb ja, wird es nochmal auf Intermediates gehen für eine Runde. So, alle sind jetzt nochmal auf einer schnellen Runde. Mal gucken, vielleicht ein bisschen viel Verkehr, aber es sollte auf jeden Fall nochmal besser werden. Ja, Charles hat auf jeden Fall Verkehr. Ja. Ich hoffe, es gibt jetzt hier keine ganz, ganz bittere Überraschung. Charles auf der 4, Sainz auf der 1 und damit rein in Q2. In Q2 hat sich jetzt auch der Regen verzogen, heißt, wir sind auf Soft-Bedingungen unterwegs und fahren dementsprechend jetzt auch gleich mal die erste Runde. Boah, Unfall direkt vor Charles Leclerc. Der musste nochmal raus, weil er in der ersten Runde komplett hinter Mick Schumacher oder, nee, ich weiß nicht mehr, hinter wem er festhing war. Er hing auf jeden Fall hinter jemandem. Und Magnussen dreht sich da direkt vor ihm weg. Alter Schwede, das war doll. Das war doll. Gucken wir mal rauf. Das aber. Ist er da beteiligt? Ne, verbremst er einfach nur mies. Boah. Junge, Junge, Junge. Das sah ein heftig aus. Jetzt geht aber Charles, glaube ich, erst auf seine schnelle Runde. So sieht das aus. Also, das sollte ihn eigentlich nicht behindern. Ich weiß nur nicht, wie schnell da jetzt. Aber da ist ja keine gelbe Flagge mehr dementsprechend. Scheint sich das schon geklärt zu haben. Auch im zweiten Versuch hatte Charles etwas Verkehr. Am Ende reicht es aber ja wieder für den ersten Platz und dieses Mal für den dritten Platz sogar bei Charles Leclerc. Perez, der Heimmatador, übrigens auch gut unterwegs. In Q3 gibt es auch keinen Regen. Charles Leclerc hat tatsächlich es hinbekommen, Sainz höchstpersönlich aufzuhalten. Und Charles war auch noch im Verkehr perfekt. Also muss es der letzte Versuch richten. Sainz schon mal raus und Charles Leclerc jetzt hier ganz am Ende auch. Bitte halt jetzt nicht Sainz nochmal auf. Ja, perfekt. Er macht das genau nochmal an der gleichen Stelle. Sainz ist auf der 2. Okay, das ist schon mal gut. Jetzt ist nur die Frage, wo Charles Leclerc am Ende landet. Pole Position, erster Platz. Charles Leclerc, zweiter Heimatador Perez. Dritter dann Carlos. Wie gesagt, vielleicht hätte Charles ihn nicht gerade aufgehalten, wäre er vielleicht sogar
ja auf die 2 gekommen. Max Verstappen 4., 5. Hamilton und dann Russell. Aber die beiden genannten hier auch gerade mit Gridstrafen, Max Verstappen, Hamilton, Alonso, Yuki Tsunoda, Sebastian Vettel und auch Latifi. Ich glaube, Max Verstappen und Hamilton haben jeweils Gridstrafen, weil sie eben jenen Latifi abgeräumt haben. Gehen wir rein in die Rennstrategie. Ich habe Bock von der 1 und von der 3. Charles Leclerc, hol dir diesen Scheiß-Titel jetzt. Soft, hard ist wohl möglich. Ja, dann machen wir das doch mit Charles und ich weiß nicht wieso, aber bei Carlos sind jetzt schon die Mediums ausgewählt. Dann würde ich sagen, fahren wir hier die Medium Hard. Tut sich wohl nicht viel. Haben wir zwei unterschiedliche Strategien. Mal gucken, welche sich als besser herausstellen wird. Wir pushen zum Anfang, dann erstmal nicht mehr versuchen, ja, den Doppelsieg einzufahren und damit die WM für Charles zu sichern. Auf geht es jetzt hier in Mexiko. Der längste Weg bis zur ersten Kurve. Charles auf den Softs, Perez nur auf den Mediums, genauso wie alle dahinter auch. Ja, Hamilton und Verstappen wurden, glaube ich, wurden die überhaupt zurückgesetzt? Ja, aber nicht viel, weil nur Russell ist halt vor die gekommen. Also kein großer Verlust. Perez verliert jetzt hier aber gleich gegen Carlos Sainz scheinbar am Start. So sieht es aus. Sainz zieht vorbei und Verstappen zieht auch an Russell vorbei. Ja, das ist noch ein Fight da hinten zwischen Mercedes und Red Bull. Ja, guter Start. Nach erster Kurve sind wir vorne. Mit beiden Autos, das ist das, was wir sehen wollten. Ferrari, Red Bull, dann Mercedes und dann Alfa Romeo. Okay, da ist gerade noch ein heftiger Fight zwischen Bottas, Ocon und Ricciardo. Aber ich nehme es mit. Boah, da sieht man sie da hinten zu dritt jetzt hier durch die Kurve. Warte, das will ich mir ansehen. Zu dritt hier jetzt rein. Oh, puh. Uiuiuiui, also da muss auch wirklich jeder mitspielen. Oh, Bottas. Ah, war das knapp. Aber sie kriegen es irgendwie hin. Und Sainz und Charles fahren jetzt hier schon einen kleinen Vorsprung raus. Wir werden wahrscheinlich es hinbekommen, Perez aus dem DRS rauszuwerfen. Wir managen jetzt hier gleich schon mal. Setzen bei beiden das ERS ein auf der Geraden. Erste Runde von 71 ist geschafft. Und wir wollen von den Red Bull davon pushen. Das kriegen wir sehr, sehr gut hin. Let's go. Die übliche Frage nach dem Benzin. Wird mal wieder eine enge Nummer. Okay, nehmen wir so hin. Werden wir, ja, im zweiten Stint wahrscheinlich dann managen müssen. Denn jetzt heißt es erstmal eine gute Lücke aufbauen. Und dann mal gucken, ob hier Sainz heute das Ding für sich entscheiden will. Oder Charles Leclerc sagt, nee, heute Weltmeister werden. Dann schon auch das Rennen gewinnt. Der ERS ist jetzt aktiviert und ich glaube, das kann man auch. Ne, der Messpunkt ist in der letzten Kurve, ne? Ja, dann kann man das noch nicht benutzen. Hier ist ja die Besonderheit: die lange DRS-Zone auf der Geraden hat denselben Messpunkt wie die DRS-Zone, die hier nach den ersten drei Kurven kommt. Heißt, das ist relativ einfach, ein Überholmanöver ja auch bestätigen zu können, weil man hier dann nochmal das DRS aktivieren kann, auch wenn man schon vorne ist. Die Softs von Charles scheinen aber ganz gut zu sein, denn aktuell ist Sainz nicht im DRS und der kommt da auch gerade nicht rein. Schnellste Rennrunde von Charles, jetzt auch noch, also die Softs machen einen guten Eindruck. Natürlich, er wird früher reingehen, vielleicht ist das dann die Gelegenheit für Carlos vorbeizuziehen. Ja, ansonsten scheinen die Red Bull hier, obwohl es ja eigentlich eine Red Bull Strecke ist, eher keine Probleme uns zu machen heute. Für Charles Leclerc ist jetzt das Boxenfenster auch schon offen. Reifenabrieb sieht perfekt aus. Also das läuft alles. Ja, ist gerade ein ganz, ganz entspanntes Ding hier an der Spitze. Hinten sieht es sehr, sehr interessant aus, denn dort fighten beide Red Bull und Mercedes hier um den letzten Podiumsplatz. Das ist echt cool. Und das hätte ich mir halt auch sehr, sehr gerne gewünscht für diese Saison, dass wir einfach mehr Konkurrenz haben, weil ja, meistens war der eigene Teamkollege für Charles Leclerc der größte Konkurrent. Das war auch cool, keine Frage. Aber irgendwann wird es halt doch ein bisschen langweilig, weil die WM hier schon ziemlich früh natürlich entschieden war. Junge, das ist echt der Wahnsinn. Und weil die Mercedes und Red Bull sich jetzt hier so gebettelt haben, sind jetzt beide Alfa Romeo, Guan Yu Zhou, sogar noch vor Bottas, mit dabei. Junge, es ist ein Sechskampf um den dritten Platz. Richtig geil, ey. Das werden wir weiter beobachten, wie sich das vielleicht auch durch die Boxenstops, ja, entwickelt. Denn die starten alle auf Medium sowieso. Das ganze Feld auf Medium, außer Charles Leclerc. Der ist der Einzige, der auf Softs ist. Aber bis jetzt gibt ihm das Ganze recht. Der ist Erster.
Das Problem könnte halt sein, dass er wird hinter dieser Riesengruppe rauskommen beim Boxenstopp. Die Hoffnung ist nur, dass er vor dieser zweiten Riesengruppe, angeführt von Ocon, herauskommt, weil sonst könnte es ekelhaft werden. Deshalb werde ich jetzt auch das optimale Boxenstopp-Fenster erstmal ignorieren und wir werden den Stint etwas nach hinten verziehen. Ich sehe ja den Zeitvergleich mit Carlos Sainz und solange Charles jetzt nicht krass abfällt, die Reifen sind ja noch okay, werden wir noch nicht an die Box gehen. Okay, jetzt fängt Charles Leclerc an, bisschen Zeit zu verlieren. Rechnen wir mal durch. 11 Sekunden sind es hierhin. Spitzenreiter, ja, das passt. Das passt. Schaffen wir es noch, diese Runde ihn reinzuholen? Wenn nicht, wäre jetzt auch nicht schlimm. Wir gehen auf die harten Reifen. Ich würde es ihm sogar zutrauen, das mit den Mediums zu machen, aber wir müssen kein Risiko eingehen. Deshalb, ja, machen wir es mal so. Kommt er diese Runde noch rein? Ja, sehr schön. So, erster Boxenstopp. Charles Leclerc kommt rein. Hinter der großen Gruppe natürlich. Das ist halt das Risiko. Oh, aber die anderen kommen jetzt auch schon. Wie es aussieht, oder? Ja. Russell in, Verstappen in, Zhou in. Die gehen auf die Harten und werden dann durchfahren. Ja, das ist praktisch. Also das ist auch einfach stark, Charles Leclerc. Ne? Das zeigt einfach, wie verdient der Typ hier Weltmeister wird. Weil, ja, er ist jetzt einfach genauso lange auf den Softs gefahren wie andere auf den Mediums. Ist sogar relativ nah an Bottas, aber da die jetzt hier alle diese Runde wohl reingehen werden, ja, mache ich mir da gar keinen Druck. Wir fangen jetzt schon an mit Benzin sparen. Und ja, dann wird das hier, glaube ich, ein super easy, ja, Rennsieg für ihn. Nur halt nicht am Ende wieder gegen die Wand fahren. Das wäre ganz praktisch. So, dann gucken wir doch mal. Bottas ist an der Box. Hamilton und Perez, die fahren weiter. Es kann auch gut sein, dass alle, die jetzt schon reingehen, die 2-Stop fahren, weil es wird ja auch eine 2-Stop vorgeschlagen. Kann gut sein. Da vorne wird jetzt Charles Leclerc in Runde 23 gleich schon Auto überholen. Okay, man verbraucht hier nicht so viel Zeit. Überrunden meine ich. Latifi ist es. Man braucht hier nicht so viel Zeit für eine Runde, aber trotzdem schon echt heftig. Ja, also kann gut sein, dass Bottas, Russell, Verstappen, Zhou auf die 2-Stop gehen. Weil, ja, bei Sainz öffnet sich das Boxenstopp-Fenster erst in 5 Runden. Und dementsprechend kann ich mir das ganz gut vorstellen, dass das so ist. Wir werden jetzt hier ein bisschen pushen, ja, den Benzinverbrauch etwas senken und dann sollte das passen. Vettel ist das nächste Auto an der Box. Ist das jetzt der erste 1-Stopper? Der ist jetzt schon ein bisschen später natürlich. Man weiß es nicht. Also es ist halt beides möglich. Also auch Verstappen kann natürlich jetzt ein paar Runden mehr auf den Harten fahren als Verstappen. Das wird schon, als Sainz das machen wird. Das wird schon gehen, davon gehe ich aus. Und wir machen es ja auch mit Charles Leclerc. Also das passt schon, aber meistens hält sich die KI ja sehr, sehr strikt an diese vorgeschlagenen Strategien und deshalb gehe ich eher davon aus, dass das eine 2-Stop bei denen wird. Aber mal gucken, bei Sainz ist jetzt das Boxenstopp-Fenster auf, aber ein, zwei Runden fährt er noch. Währenddessen hat Perez gerade auf die harten Reifen gewechselt, auch etwas früher als wir, aber das ist jetzt ziemlich sicher die 1-Stop. Und wahrscheinlich wird Lewis jetzt direkt reagieren, denn das ist natürlich der Undercut-Versuch gegen Lewis und Leclerc ist direkt auch wieder vorbei und mit 13 Sekunden Vorsprung auch ganz, ganz souverän. So, dann gucken wir doch mal auf Lewis. Reagiert er auf die Box? Nee, der fährt noch weiter. Okay, Mercedes hat mal wieder einen anderen Plan. Ja, und wir können jetzt auf jeden Fall Sainz in die Box holen. Er geht auf die harten Reifen. Wunderbar, passt sehr gut alles. Weiter hinten im Feld kommen jetzt einige rein. Schumacher, Ocon, Norris, Tsunoda. Hört sich alles ganz stark nach der 1-Stop an. Für Sainz sind es nur noch wenige Meter. Und wenn Lewis nicht auch in dieser Runde reingeht, wird der dann auch die Führung erst einmal übernehmen. Aber ja, klar ist, dass Charles Leclerc Boxenstopp bei Rhein nicht diesen Grand Prix, glaube ich, ziemlich sicher anführt. Ich glaube auch, dass da jetzt der Overcut von Sainz nichts dran ändern wird. Es kann sein, so genau habe ich es jetzt nicht im Blick. Albon auch drin. Direkt vor Sainz und die Mercedes-Boxen-Crew, die stand schon bereit, habe ich gerade schon gesehen, genau. Lewis kommt jetzt auch rein und damit gucken wir doch mal. Hier ist Charles Leclerc. Ja, Sainz ist jetzt schon auf dem Weg, aber der Weg raus aus der Box ist lang. Der ist lang. Danach könnte das vielleicht knapper werden, als ich mir das gedacht habe.
Ja, aber da schießt er natürlich mit Vollgas vorbei. Also der wird schon seine 2, 3, vielleicht 4 Sekunden Vorsprung haben. Was ist es? Oh, nur 2 Sekunden tatsächlich. Ein bisschen mehr vielleicht. Aber jetzt kommen auch noch hier ein paar Autos hinzu, die überrundet werden müssen. Das könnte wiederum spannend werden, aber die machen sehr, sehr fair Platz. Dementsprechend dort kein Risiko. Und wir werden jetzt auch bei Sainz erstmal den Sprit etwas sparen. Schnellste Rennrunde von Carlos. Ja, mal gucken, ob der auf Charles auffahren kann. 2 Sekunden trennen die Jungs aktuell. Wir haben keinen Druck, also ich werde sie fighten lassen zum Ende. Keine Frage. Aber jetzt heißt es erstmal, das mit Benzin wie immer managen, ne? Das ist ja ein sehr leidiges Thema bei uns in letzter Zeit. Währenddessen ist dieser Fight hier um den dritten Platz ehemal ein bisschen gesplittet worden. Wir haben hier eher den Fight um den fünften Platz aktuell. Ja, alle sind auf hart unterwegs, aber halt unterschiedlich stark abgenutzt. Und dann haben wir noch vorne Hamilton und Perez, die gerade um den dritten Platz fighten. Aber vielleicht wird das ja auch wieder zum einem großen Fight. Aber da die Jungs nicht wirklich schnell fahren, glaube ich fast, dass die auch die 1-Stop jetzt fahren werden. Oh, Unfall, Sektor 1. Safety Car, Fragezeichen. Sieht nicht danach aus. Ocon. Oh, beide Alpinen hier beieinander. Ach du Kacke. Uiuiuiui, ist er raus? Ich glaube, der ist noch drin. Glaub, kein DNF, oder? Nee, der scheint noch weiterfahren zu können. Der ist an der Box. Flügel kaputt, aber kein Safety Car oder etwas dergleichen. Sainz ist jetzt richtig nah dran schon, auch aufgrund von einigen Überrundungen, immer wieder rangekommen, aber noch nicht im DRS. Doch er hat jetzt einmal den Flügel aufgehabt. Also es könnte bald spannend werden zwischen den beiden. Digga, was ist mit dem Alpine passiert? Was ist mit dem Alpine da gerade passiert? Die Animation hat nicht so ganz gestimmt. Ocon, hier hinter, ja. Dann kommt er hier plötzlich ins Bild reingerutscht. Okay. Ja, gut. Typisch verbremst. Hat sich so nicht Max Verstappen gegen Vettel verbremst oder andersrum da einmal. Und dann haben sie sich gegenseitig abgekegelt. Ich glaube, so war das. Aber hier könnte es gleich zu einem Überholmanöver kommen. Und zwar jetzt auf der langen Geraden. Sainz ist dran. Halbe Sekunde nur hinter Charles Leclerc. Und mit dem DRS wird er da jetzt was probieren können. Schnellste Rennrunde noch dazu von Carlos. Da kommt jetzt was, da kommt was zu auf Charles Leclerc. Und es gibt ja nicht nur diese DRS-Zone, wo Carlos das DRS haben wird, sondern auch die nächste. Hier bleibt er dahinter, aber wie gesagt, jetzt kriegt er nochmal DRS und ist noch näher dran. Oh, das könnte was werden. Das könnte was werden für den Spanier, der zuletzt auch dann den Sieg in den USA noch geholt hat, nach dem Ausfall von Charles Leclerc. Und ja, da gehen sie zu zweit durch hier, durch die langsame Passage. Sehr, sehr schön, sehr, sehr fair. Hat Charles, ja, den Grip um außen mitzuhalten, hat er nicht. Und damit geht Sainz erstmal in Führung in diesem Rennen. Hier jetzt vielleicht die erste Kontergelegenheit für Charles Leclerc und die will er, glaube ich, auch gleich nutzen. Nee, aber Problem für Charles könnte jetzt sein, dass Sainz vielleicht vom Auto vor ihm, ich glaube Stroll ist es, ja, müsste Stroll sein, dass DRS jetzt für die lange Gerade bekommt. Und dann hätte Charles ein Problem, weil dann kann er hier nicht direkt darauf antworten. Jetzt übrigens nur noch 30 Runden zu gehen. Hier in diesem Grand Prix. Ne, der Flügel bei Sainz ging, glaube ich, nicht auf. So sieht es aus. Und damit wird jetzt Charles Leclerc sich hier die Führung zurückholen. Oh, ich hoffe, der Aston Martin steht da jetzt nicht ganz doof im Weg. Es geht zu zweit hier in die Kurve. Ne, Sainz zieht zurück. Der weiß natürlich, um was es hier heute für Charles Leclerc geht. Klar, Sainz ist der einzige WM-Kontrahent noch im Rennen. Hier seht ihr übrigens, was ich meine. Hier kann er den Flügel jetzt einfach nochmal aufmachen und zieht dadurch gleich wieder ein Stück davon. Also der einzige Fahrer, der noch die WM gewinnen könnte, rein theoretisch, ist Carlos Sainz. Aber ja, es ist auch nur noch eine Theorie. Also Charles bräuchte jetzt noch 3 DNFs und Sainz müsste jedes Rennen mit schnellster Rennrunde gewinnen. Gut, aktuell, wenn Charles rauslegen würde, wäre es wieder hier der Fall. Aber, ja, also, ne, Carlos Sainz wird schon eine gute Prämie bekommen, wenn er dazu beiträgt, dass Leclerc Weltmeister wird.
So, wir lassen die beiden jetzt erstmal fighten. Die werden jetzt die Position, glaube ich, Runde für Runde erstmal wechseln. Und zum Ende werden wir da uns nochmal einklinken und das Ganze uns angucken. Oh, und Hamilton mit einem Fehler. Sehen wir uns das an. Hier im Duell mit Perez. Erste Kurve ist das, ne? Ja. Das ist bitter. Ich weiß gar nicht, hat er viele Positionen dadurch verloren? Gucken wir mal kurz, Hamilton. Ja, ist jetzt so im Niemandsland zwischen den beiden Red Bull. Ja, schade. Schade, schade, schade. Oh ja, und jetzt sind die Jungs nochmal drin gewesen. Max Verstappen, Russell, Bottas holen sich alle die Mediums ab. Auch Alonso und Ricciardo machen wohl diese Strategie. Guanyu Zhou müsste das auch noch machen. Also die fahren wirklich diese etwas unlogische Zwei-Stop. Ja, so sieht es aus. Also weiß ich nicht, Kai. Weiß ich nicht, ob die jetzt sein musste. Sie haben sich dazu entschieden. Damit ist der dritte Platz für Perez gerade ein bisschen zementiert. Finde ich aber auch cool, weil es ist ein Heim-Grand Prix. Soll er gerne sich den zweiten Platz holen. Den dritten Platz. Und ja, Hamilton ist der einzige Kontrahent. Der wird aber auch die Einstopp fahren. Aber der hat sich halt verbremst und dadurch ist der so ein bisschen raus aus dem Rennen gerade. Nein, Digga, Perez hat sich jetzt auch noch gedreht. Jo, Alter. Komplett auch noch. Komplett. Aber Hamilton ist trotzdem nicht dran. Also, okay. Da hat sich Perez einen guten Vorsprung rausgefahren. Wir haben übrigens einen Sicherheitsstopp mittlerweile uns rausgefahren. Wir können für die letzten Runden nochmal reingehen. Die Soft draufpacken und dann nochmal richtig rasieren. Weil beide haben jetzt auch gerade ein paar Probleme mit der Temperatur. Die fighten übrigens die ganze Zeit. Also, es ist schon wieder ein Hin und Her. Die beiden sind so auf Augenhöhe. Einfach krass. Also ich überlege echt, ob wir nochmal reingehen. Andererseits sage ich aber auch, ich will das Rennen hier der beiden nicht durch einen Boxenstopp verfälschen. Aber andererseits könnten wir uns dann auch wiederum die schnellste Rennrunde holen. Also wir machen das jetzt mal. Wir machen das jetzt mal. Wir holen als erstes Sainz rein. Ja. Und dann Charles Leclerc, die gehen beide auf Softs, die 33 Runden aushalten würden. Also das würde passen. Holen wir beide rein. Nur halt Charles Leclerc dann eine Runde später als Carlos Sainz. Mal gucken, was das wird. Jetzt haben wir den ersten gelben Sektor. Wenn jetzt ein Safety Car kommt, könnte es nochmal richtig lustig werden. Dann könnte es nochmal richtig lustig werden. Also, Sainz ist draußen. Zhou, der ist ja auch auf der 2-Stop. Was macht er hier? Ja, Kurve 1. Nichts Wildes. Der McLaren passt da auf. Fährt nicht hinten rein. Gute Entscheidung. So, und damit gucken wir mal, was Charles Leclerc jetzt macht. Ja, nice. Wie immer der Bug. Gehst einmal in die Wiederholung, wenn Boxenstopp angekündigt ist. Ja, das ist wirklich Quatsch. So, jetzt aber die Frage: Hat der Undercut oder der Overcut irgendwas gebracht? Mal gucken. Mal gucken. Da ist er drin. Von den harten Reifen geht es nochmal auf Softs. Und wo ist Sainz? Oh, das wird wieder eng. Das wird eng. Da hinten ist er gerade um die Kurve gerauscht. Vor dem AlphaTauri müsste es gewesen sein. Oh, ja, ich glaube, Sainz müsste im DRS sein. Ja, der ist komplett nah dran. Der ist direkt dran und der AlphaTauri will sich jetzt zurück überrunden. Aber zieht da zum Glück lieber nochmal zurück. Also, das wären spannende letzte Runden. In 5 Runden sehen wir uns wieder. Dann werde ich mir das Spektakel nochmal angucken. Das mit dem Benzin wird übrigens wieder eine Punktlandung. Also, ja, super Ding. So, es sind jetzt gleich nur noch 5 Runden, die zu fahren sind. Und dann wird es einen neuen Weltmeister geben. Und der wird Ferrari Rot tragen. Also, das ist sowieso schon klar. Das ist ein Ferrari roter. Ja, Weltmeister wird, aber dann wird auch entschieden sein, welcher der beiden Kontrahenten, die hier schon wieder so auf Augenhöhe unterwegs sind, am Ende sich mit dem Titel belohnen darf. 2 Runden jetzt noch und ich werde sie nochmal ein bisschen pushen lassen, denn wir haben noch nicht die schnellste Rennrunde und die will ich haben. Ja, natürlich wäre es auch schön, wenn Charles Leclerc dieses Mal nicht an die Wand fährt, aber ich traue dem das zu, eine schnellste Rennrunde hinzulegen und gleichzeitig nicht an die Wand zu fahren. Das Problem ist halt, wir überrunden die ganze Zeit irgendwelche Autos. Und deshalb ist es ein bisschen schwer, hier, ja, eine schnellste Rennrunde hinzulegen. Jetzt haben wir aber beide DRS. Heißt beide eigentlich eine sehr, sehr gute Möglichkeit, die schnellste Rennrunde hinzuziehen. Digga, das ist der Mann.
Junge! Digga, Ricardo, was war das denn? Was war das denn? Also, Hilfe. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Reifen werden heiß, ja, aber beide sind auf einem guten Weg, hier eine sehr, sehr gute Runde hinzulegen. Charles Leclerc über die Linie, neue schnellste Rennrunde. Nicht gekontert von Sainz. So, und jetzt letzte Runde. Wer holt sich das Ding? Sainz ist hinten drin, zieht jetzt raus. Reicht das? Das reicht hier nicht, oder? Ne, aber es gibt noch eine DRS-Zone. Jetzt hier gleich im Anschluss. Sainz hat ein bisschen den Anschluss verloren. 2 Kilo bei Charles Leclerc am Benzin noch drin. 4 sind es bei Sainz. Boah, Digga, der Williams fährt ihn da voll in die Fresse. Ja, und damit ist er weg. Damit ist er weg. Charles Leclerc wird es sich holen. Der Williams hat Sainz aufgehalten. Aber es ist okay, weil er wird sich hier heute auch den Titel holen als Weltmeister. Und deshalb unterschreibe ich das auch, dass er hier heute das Rennen gewinnt. Perez wird wohl Dritter. Wir schalten kurz rüber. Lewis Hamilton ist aber direkt dran. Ja, auch ein spannender Fight über das Rennen hin. Schade, dass sich dieser Sechskampf um den dritten Platz nicht fortgesetzt hat aufgrund von unterschiedlichen Strategien. Am Ende ja, war die 2-Stop eindeutig schlechter. Das hätte dir auch jeder sagen können, aber gut. Naja, nehmen wir es jetzt mal so hin. Sie haben es probiert. Das Dumme ist halt, sie hätten halt einfach von der 2-Stop noch auf die 1-Stop switchen können, auch nach dem ersten Stop. Das ist halt ein bisschen komisch. Jetzt kommt aber Charles Leclerc über die Linie. Gibt es einen Funkspruch? Denn er ist jetzt auf jeden Fall Weltmeister. 100% geniales Rennen, wirklich gut. Der Sieg für Charles Leclerc. Aber nichts über eine Weltmeisterschaft. Nur nice. Wäre cool gewesen, so, aber nee. Ja, schade. Oder? Jetzt vielleicht? Nee, da kommt nichts. Nicht you are the world champion. Gar nichts. Dann sag ich es jetzt. Charles Leclerc, you are the fucking world champion. Bitte mach es in echt eines Tages auch so. Es wird Zeit, dass die Scuderia Ferrari mal wieder ganz, ganz oben steht. Ein neuer Weltmeister ist gekrönt. Und das ist Charles Leclerc. Geil. Geil, geil, geil. Nach dem DNF in den USA, jetzt das Comeback in Mexiko. Knapp, aber am Ende irgendwie doch wieder souverän. Wird der Erster vor Teamkollegen Carlos Sainz. Ja, und dritter Perez bei seinem Heim Grand Prix. Freut mich auch sehr für Checo. Ja, Sainz natürlich ein bisschen bedient, aber ja. Ich glaube, es ist länger klar, dass Charles Leclerc hier Weltmeister wird. Eigentlich war es schon nach den ersten 3 Rennen klar. Aber okay. Er hat es hinten raus nochmal spannend gemacht, auch weil die Leistungen von Sainz einfach extrem gut waren. Also das muss man wirklich sagen. Sainz, ja, hätte genauso gut Weltmeister werden können in diesem Jahr. Aber Charles Leclerc war eben häufig ein klein Ticken besser. Ja, am Ende holt sich Charles Leclerc auch noch die schnellste Rennrunde vor Carlos Sainz. Nicht so verkehrt. Hamilton 4. Verstappen, dann Russell, Norris, Bottas, Guan Yu und Mick holt schon wieder Punkte. In den USA erst die ersten Punkte geholt und jetzt gleich nochmal sehr, sehr schön. Und für Charles Leclerc war es der 14. Sieg im 20. Rennen. Nicht so schlecht. Nicht so schlecht. Und ich rechne jetzt noch einmal. Aber ich bin mir sehr sicher, dass er Weltmeister ist. Bei 2 ausstehenden Rennen kann man jetzt noch 52 Punkte holen und er hat 450, Carlos Sainz hat 373. Es waren ja sowieso noch ein paar, ich glaube 3 Punkte oder so haben gefehlt. Aber die sind jetzt da und damit ist der Weltmeister fix. Es ist Charles Leclerc, Konstrukteursmeister sind wir sowieso schon ewig. Und damit, ja, war es ein erfolgreiches Wochenende, würde ich sagen. Charles Leclerc, Entwicklungspunkte. Hier gibt es einen Entwicklungspunkt bei Carlos Sainz. Giovinazzi, der wird jetzt auf die nächsten Rennen nochmal ran dürfen. Geht ja um nichts mehr. Der wird kein Rennen fahren, aber er wird die ersten Trainings fahren dürfen in Brasilien und in Abu Dhabi. Finanztechnisch sieht es natürlich auch gut aus. Ja, ein bisschen schade finde ich ja schon, dass da jetzt zu Charles Leclerc bis jetzt noch nichts kam. Vielleicht ja hier in den Medien oder so. Glückwunsch, der Vorstand hat sich das Rennen, bla bla bla. Du kannst Vertrauen, ja.
Vom Vorstand kommt erstmal nichts. So, was steht denn hier? Der Erfolg von Charles Leclerc in diesen Wochen machte es möglich, den Vorsprung auf den zweiten der Meisterschaft Carlos Sainz weiter auszubauen. Momentan führt Carlos Sainz Charles Leclerc die Fahrerwertung mit einem gesunden Vorsprung von 450 Punkten an. Ja, okay. Ferrari erfüllt derzeit. Okay. Ja, nur auch hier steht nichts. Hier steht nichts. Nö, schade. Wirklich schade. So, neuer ATR-Zeitraum beginnt. Ja, brauchen wir jetzt nichts mehr zu entwickeln für die Saison. Und für die nächste Saison gibt es keine Reglementänderung. Dementsprechend auch das ein bisschen hinfällig. Wir produzieren aber noch was. Und zwar Chassis haben wir noch was in der Entwicklung. Und wir produzieren Seitenkästen. Die werden hoffentlich für den letzten Grand Prix noch ankommen. Das Chassis wird auch gar nicht für den letzten Grand Prix bereitstehen. Schade, aber ist so. Und ja, wir haben einen Entwicklungspunkt bei Carlos. Hauen wir mal rein in der Reaktion. Sehr schön. Ja, Carlos, sehr, sehr guter zweiter Platz in der WM. Sehr, sehr guter zweiter Platz. Das muss man wirklich sagen. Und damit können wir eigentlich vorspielen. Ich habe nicht viel zu tun jetzt. Also was sollen wir machen? Ne? 11 Tage sind es noch bis Brasilien. Gehen wir vor und haben jetzt das Chassis nochmal designt. Ich werde es jetzt nochmal in Entwicklung geben. Aber ich glaube nicht, dass das noch fertig wird. 4 Dinger machen wir mal davon. Ist ausgelastet. Saison endet bald. Achso, ja, gut. Ja, seht ihr. Passt gar nicht. 15 Tage. Würde es dann noch für den Grand Prix in Abu Dhabi rankommen? Ja, ne? Ja, komm, dann bauen wir nochmal ein neues Chassis. Komm. Machen wir. Machen wir einfach. Okay, wichtige E-Mail. Entwurf, Chassis. Monatliche Autoentwicklung, Finanz, Check-in, Vorstandsvertrauen. Ja, also ich glaube, der Vorstand hat ein ganz gutes Vertrauen in uns. Besucherzentrum haben wir modernisiert. Auch ganz nett. Wir haben 21 Millionen, die können wir jetzt auch nochmal reinhauen. Obwohl, nee, ich lasse sie mal auf dem Konto. Man weiß ja nie, was mit Verträgen und so noch zu erledigen ist am Ende der Saison. Lassen wir das mal lieber. Ja, und dann werde ich in Brasilien hoffentlich daran denken, dass ich den Giovinazzi mal wieder ranlasse. Wäre ja auch ganz nett. Und hier haben wir noch den Rennsimulator, den wir einmal modernisieren können. Das machen wir dann auch sehr, sehr gerne. Ein Teil wurde jetzt nicht noch fertig, ne? Naja, das Chassis braucht noch. Und die Seitenkästen kommen erst nach dem Chassis. Aber wohl noch rechtzeitig für... Ah, davon haben wir ja schon welche. Ja, komm, davon haben wir 3 von 4. Den bauen wir jetzt ein für... Die bauen wir ein. Sagen wir Giovinazzi, ey, bitte nicht die Seitenkästen kaputt machen im Training. Und dann passt das schon. Dann passt das schon. Ja, gut. Mal gucken, ob wir nochmal Gridstrafen nehmen müssen. Das werde ich mir dann nochmal angucken. Qualifying-Rang mindestens 2. schaffen wir. Und mit beiden Autos werden wir auch in Q3 am Start sein. Und mindestens 2. werden wir auch im Rennen. Wie sieht es denn gerade aus da bei den Dingern? Motor, Charles Leclerc ist da das Problem. Ich glaube, beide sind da eher das Problem. Also das sieht nicht perfekt aus, aber eigentlich müsste das reichen. ERS, das wird reichen. Da haben wir sogar hier bei Charles Leclerc nochmal ein neues. Und bei Sainz auch. Also da haben wir wirklich gar keinen Stress. Das könnten wir eigentlich nochmal umbauen. Machen wir einfach mal. Gehen wir nochmal auf das 2. bei beiden Autos. Und beim Getriebe, ja, da wird es halt nochmal eng. Aber das hier sieht ja auch noch gut aus. Das GB4 bei ja, Carlos. Das wird auch passen. Das wird passen. Ja, also... Vielleicht nehmen wir nochmal Gridstrafen. Wir werden es sehen. Brasilien wäre dafür eigentlich nochmal prädestiniert, weil man kann gut überholen, aber das neue Design von Abu Dhabi eigentlich auch nicht verkehrt. Ich würde aber sagen, das war's von diesem Video. Wir gucken jetzt nochmal kurz drauf. Erstmal können wir bei Schalten jetzt noch einen Entwicklungspunkt reinpacken aus dem Nichts. Machen wir und dann gucken wir nochmal kurz auf die Strecke. Sonst war's das aber wirklich. Ich liebe die Strecke, richtig geil. Interlagos macht so viel Spaß. Highspeed-Strecke vom Allerfeinsten. Ja, und vielleicht eine 2-Stop. Und ich hoffe auf keinen Regen. Wäre wirklich mal schön. Gut, jetzt war's das aber von dem Video. Lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da, um nichts mehr zu verpassen. Und dann sehen wir uns morgen beim nächsten Video wieder. Bis dann, macht es gut und ciao.